Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 35, Entschließungsantrag der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, betreffend wirksam gegen strafbare Hasskommentare im Internet vorgehen. Das Wort hat Herr Kollege Frömmrich. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hasskommentare, Beschimpfungen, Gewalt im Netz haben eine Form angenommen, dass sich Politik und Gesellschaft, glaube ich, dringend mit diesem Themenkomplex beschäftigen muss. Wir sind in Parlamenten nicht diejenigen, die anderen vorschreiben, welche Meinung sie äußern dürfen oder welche Weltanschauung sie folgen dürfen. In unserer freien und offenen Gesellschaft dürfen Menschen auch unbequeme, extreme, extrem zugespitzte Meinungen vertreten. Das finden manche nicht gut. Ich finde das vielfach nicht gut. Das ist teilweise nicht zu ertragen. So etwas bekämpfen wir aber politisch. Das ist Meinungsfreiheit, wenn so etwas geäußert wird. Das ist ein elementarer Bestandteil unserer Grundordnung. Und wir sind für Presse- und Meinungsfreiheit. Das ist für uns ein hohes Gut. Und gemessen an dieser Meinungsfreiheit müssen auch extreme Meinungen vertreten werden können. Soweit, so gut. Wir treten aber entschieden denen entgegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Hass und Gewalt im Netz verbreiten. Wer andere Menschen beschimpft, herabwürdigt oder Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Netz verbreitet, findet in uns entschiedene Gegner. Die Hemmschwellen sinken. Was wir in den vergangenen Monaten erlebt haben, ist vollkommen enthemmte Gruppen von Menschen, die sich im Netz austoben, die alle herkömmlichen Formen des Anstands, der Achtung der Menschen vermissen lassen. Besonders schlimm ist das in den sozialen Netzwerken gepredigte Gewalt, der dort propagierte Hass immer öfter in die reale Welt kommt. Aus Worten werden Taten, aus Hass wird Gewalt. Der bundesweite Anstieg rechter Straftaten spricht Bände, und auch deshalb müssen wir entschieden diesem Phänomen entgegentreten, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aus den sozialen Netzwerken sind in Teilen asoziale Netzwerke geworden. Es wird Zeit, dass wir uns als Demokraten gemeinsam gegen diese Hetze stellen. Es geht vielen, die sich in sozialen Netzwerken bewegen, nicht mehr um den Austausch, nicht mehr um Diskussion, nicht mehr um Debatte. Es geht in vielen Fällen nur noch darum, sich im Wettstreit der Beschimpfungen zu überbieten, sich in übelster Fäkalsprache über Menschen auszulassen, Minderheiten, andersdenkende Menschen mit anderen Religionen oder Weltanschauungen oder sexuellen Orientierungen herabzuwürdigen. Denen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sagen wir entschieden den Kampf an. Wir dürfen uns nicht länger gefallen lassen. Wir dürfen uns das nicht länger gefallen lassen. Hier werden Grenzen überschritten, die auch von einer freien und offenen Gesellschaft nicht hingenommen werden können. Hier ist einerseits der Rechtsstaat gefragt. Hier sind aber andererseits auch die Unternehmen wie Twitter, Facebook oder YouTube gefragt, diesem Treiben endlich ein Ende zu bereiten. Wenn Facebook es schafft, das weltweit bekannte Pressefoto des geflüchteten nackten Mädchens aus dem Vietnamkrieg aus dem Netz zu löschen, dann muss Facebook es auch schaffen, Hakenkreuze, rassistische und menschenverachtende Kommentare aus dem Netz zu entfernen. Das verlangen wir. Was im realen Leben strafbar ist, ist auch im Netz, ist auch in sozialen Netzwerken strafbar. Das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Wer Grundrechte anderer verletzt und Straftatbestände erfüllt, überschreitet die zulässige Grenze der freien Meinungsäußerung. Hetze gegen bei uns Schutzsuchende, Migrantinnen und Migranten, Andersdenkende ist ebenso wenig von der Meinungsfreiheit geschützt wie das Auffordern zum Anzünden von Flüchtlingsunterkünften, die Volksverhetzung oder die Beleidigung und Bedrohung von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern oder ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern. Noch einmal, diese Taten sind strafbar, auch wenn sie im Netz begangen werden. Facebook ist wie eine Fußgängerzone. Man kann sich begegnen, miteinander plaudern, Meinungen austauschen. Das ist gut so. Viele Menschen nehmen diese Möglichkeit wahr. Aber auch
Bei Begegnungen in der Fußgängerzone beleidigt man sich nicht, beschimpft sich nicht oder würdigt andere Menschen herab. Deshalb sind alle Demokraten mehr denn je aufgefordert, sich diesem zunehmenden Hass im Internet entgegenzutreten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der gesellschaftliche Frieden in unserem Land ist teilweise bedroht. Dies gilt umso mehr, als das Internet nahezu alle Bereiche des Gesellschaftslebens durchdringt. Diejenigen, die sich so unflätig im Netz bewegen, leben oft in einer eigenen Blase. Sie teilen und linken Inhalte, die verletzend und beleidigend sind. Sie hetzen gegen andere und bekommen über sogenannte Filterbubbles oder Echokammern genau die Meinungen und Kommentare zugeleitet, die zu ihrer eigenen Meinung passen. Wer rechtsextreme oder rechtspopulistische Meinungen im Netz verbreitet, Kommentare liked oder teilt, bekommt die passenden Hinweise auf andere, die diese Meinung auch vertreten. Wenn eine Seite oft besucht wird oder mit vielen Likes beglückt wird, ist diese Seite interessant für die Werbung, und auch diese Werbung wird genau angepasst zu den Meinungen, die man selber vertreten hat. Stellen wir uns doch einmal vor, jeder bekommt seine eigene individuelle Tagesschau, die nur noch die Informationen vorgelesen, wo man nur noch die Informationen vorgelesen bekommt, die dem eigenen Weltbild entsprechen. Die Tagesschau als persönlicher, ich habe es schon immer gesagt, Wellnessbereich, unvorstellbar, aber sehr real, ist, dass immer weniger Menschen die Nachrichten über eine Tagesschau empfangen, dafür aber immer mehr ihre Nachrichten über Facebook und Co. generieren. Nur richten diese Nachrichtenangebote sich nicht nach dem Weltgeschehen, sondern nach dem, was dem Nutzer gefällt. Denn je länger der Nutzer auf der Seite bleibt, desto höher sind die Werbeeinnahmen von Facebook. Facebook-Algorithmen bilden also nicht das Weltgeschehen ab, beeinflussen es aber maßgeblich, wie wir jüngst bei den Präsidentenwahlen in Amerika sehen mussten. 44% der Amerikaner sagen, dass Facebook eine wichtige Nachrichtenquelle ist. Die Anbieter lassen zu, dass sich auf diese Weise Hass, Gewalt, verfassungswidrige Symbole, verfassungswidrige Kommentare im Netz verbreiten. Sie werden aber nicht nur verbreitet, sondern sie reichern sich auch an und werden beworben. Diesem Spuk, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir als Demokraten entschieden entgegentreten. Schließlich heißt Demokratie vor allem die friedliche und die zivilisierte Konfrontation mit der anderen Meinung. Darüber müssen wir mit den Anbietern reden. Das wird keine einfache Aufgabe. Wir bewegen uns hier in einem sehr schwierigen Bereich. Was gehört noch zur freien Meinungsäußerung? Was ist Beleidigung? Was ist Hetze? Wie weit darf man im Internet gehen? Wann muss ein Anbieter einschreiten? Wann muss unter Umständen die Öffentlichkeit einschreiten? Facebook und Co. müssen aber ihrer Verantwortung nachkommen. Wenn sie das nicht freiwillig machen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann müssen wir rechtsverbindliche Regelungen schaffen, die das tut. Diese Art von Hass und Hetze, die derzeit im Netz verbreitet wird, diese Hass und Hetze ist auf jeden Fall inakzeptabel, und gegen diese Art der Verbreitung müssen wir uns wenden und müssen wir uns gemeinsam wehren. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Hofmann, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, ein respektvolles Miteinander ist auch im Internet unverzichtbar. Zu beobachten ist allerdings auch, was Herr Frömmrich sehr stark hier ausgeführt hat, dass Hetze, Hass und Diskriminierung gerade im Internet immer weiter Verbreitung finden. Hasskommentare sind dabei aber kein reines Netzphänomen. Auch im realen Leben erleben wir immer öfters, dass Minderheiten offen angegriffen werden, verleumdet werden, diskriminiert werden. Aber im Internet ist das oft leichter. Mit wenigen Klicks, oft anonym, öffentlich, kann man seine Verlautbarung auf der ganz großen Bühne verbreiten. Urheber solcher Kommentare sind häufig auch
rechtsextreme Gruppen und Personen. Allgemein und insbesondere im Internet haben wir eine Verrohung der Sitten und der Sprache zu verzeichnen, und das muss uns alle in große Sorge treiben. Das fehlende direkte Gegenüber, die Möglichkeit, eben anonym zu bleiben, und das Wissen, oft überhaupt nicht in Rechenschaft gezogen zu werden, trägt zur Enthemmung bei. Aber auch immer tun das Leute mit Klarnamen. Und ich sage Ihnen eindeutig, Hasskommentare sind eine Form der digitalen Gewalt. Sie richten sich dann oft gegen Minderheiten, Menschen mit einer anderen Hautfarbe, einem anderen Geschlecht, einer bestimmten Religion oder einer anderen Gesinnung. Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Sexismus, Homo- und Transphobie wird im Internet leichter ein Boden bereitet. So wundert nicht, dass, wie auf eine kleine Anfrage meiner Kollegen Gnadl und Eckert deutlich geworden ist, gerade im Bereich Rechtsextremismus die begangenen Delikte von 2011 bis heute deutlich gestiegen sind und auch sprechende Verurteilungen angestiegen sind. Dabei mag die Zahl der sogenannten Hater gar nicht so groß sein, aber durch ihre permanente Sichtbarkeit und Präsenz wird auch der Anschein erweckt, dass sie eine breite Bewegung sind. Und das gerade gibt doch rechtsextremen Gruppen und auch Personen Auftrieb und vielleicht auch Antrieb, im realen Leben aktiv zu werden. Und das ist brandgefährlich, meine Damen und Herren. Vergessen wir auch nicht, dass nach dem Antisemitismusbericht der Bundesregierung rund ein Fünftel der Bevölkerung antisemitische Einstellungen hat. Die haben zugenommen, und auch das muss uns mit großer Sorge stimmen. Im Netz werden diese Stimmungen nicht nur aufgegriffen, sondern sie werden verstärkt. Und da gebe ich Herrn Frömmrich ausdrücklich recht. Wir müssen diesen Entwicklungen gerade als Demokratinnen und Demokraten entschieden entgegentreten. Wir müssen dafür sorgen, dass der Frieden in unserer Gesellschaft gewahrt wird und vor allen Dingen auch eine Streitkultur gewahrt wird, die der Demokratie zuträglich ist. Deshalb müssen wir diese Entwicklungen nicht nur mit Sorge zur Kenntnis nehmen und ernst nehmen, sondern auch denen entschieden entgegentreten. Gewiss, die Meinungsfreiheit ist ein Kernbestandteil unserer demokratischen Grundordnung. Sie findet allerdings dort ihre Begrenzung, wenn Straftatbestände erfüllt sind, allgemeine Gesetze verletzt sind, etwa der Jugendschutz oder auch die persönliche Ehre verletzt sind. Dann sind klare Grenzen überschritten, meine Damen und Herren. Und hier müssen wir eben klare Kante zeigen und gesamtgesellschaftlich dem etwas entgegenstellen. Aber auch der Einzelne ist gefordert, etwa im Internet selbst auch Flagge zu zeigen, dem klar entgegenzutreten, auch im Internet, oder auf die eigene Kommunikation, die eigene Sprache zu achten und auf ein respektvolles und gepflegtes Miteinander zu achten. Da muss jeder seinen eigenen Beitrag dazu leisten, meine Damen und Herren. Demokratie bedeutet doch ein offenes Wort bei Respekt vor der Person. Hasskommentare verletzen diese Regel und unterlaufen damit die Grundfeste der Demokratie, und dem müssen wir begegnen. Es gibt aber auch eine Pflicht der Netzbetreiber. Nachdem lange auf die Selbsterkenntnis und Selbstverpflichtung der Netzbetreiber gesetzt worden ist, hat sich aber eines gezeigt. Gerade bei den sogenannten normalen Usern werden viel zu wenige Hasskommentare gelöscht. Bei Twitter gerade mal 1 %, bei Facebook gerade mal 46 %. Und wenn sie gelöscht werden, dann viel zu langsam. Zudem fehlt es an der nötigen Transparenz. So hat Facebook etwa zwar für das Jahr 2016 jetzt die Zahl bekannt gegeben, dass 100.000 Einträge gelöscht worden seien.
aber nicht bekannt gegeben, wie viele Beanstandungen es gegeben hat und wie sich die Zahl insgesamt entwickelt hat. Meine Damen und Herren, das ist völlig unzureichend. Zudem zeigen aktuelle Tagesberichte und Medienberichte, dass Facebook erwägt, totalitären Systemen wie China Zensursoftware zu verkaufen. Und das zeigt uns doch, meine Damen und Herren, dass Netzwerke wie Facebook klare Ansagen und klare Spielregeln brauchen. Ich bin deshalb der Justizministerkonferenz und der Hamburger Initiative – es wundert mich, Herr Frömmrich, dass Sie das nicht erwähnt haben – sehr dankbar, dass auch aus Hamburg gerade jetzt ausgehend da jetzt eine Initiative ergriffen worden ist und weitere Schritte gegangen werden, und zwar konkret Gesetze vorbereitet werden sollen, dass nämlich die sozialen Netzwerke stärker in die Pflicht genommen werden, rechtswidrige Kommentare zu löschen, das auch transparent zu machen, diese Löschungsaktivitäten, Ansprechpartner im Inland bereitgestellt werden, im Inland, das ist ganz wichtig, und nicht irgendwo auf der Welt, und wenn sie diese Regeln verletzen, gegebenenfalls Bußgelder verhängt werden. Und ich kann Ihnen eins sagen, jeder Tag, wo solche Hasskommentare nicht gelöscht werden, jeder Tag ist eine schwere Belastung und empfindliche Kränkung und Verletzung der Opfer. Deshalb müssen wir da entsprechende, endlich auch entsprechende gesetzgeberische Aktivitäten entwickeln. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in der Tat, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Die Zeit der Lippenbekenntnisse ist vorbei. Wir müssen endlich entschiedener und konsequenter gegen Hasskommentare im Netz entgegentreten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist Kollegin Wolf, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Flüchtlingshelfer sind betroffen, Polizisten, Minderheiten, Lehrer wie Schüler, Bischöfe, wie wir es bei Bischof Schick etwa erfahren haben, politische Mandatsträger aller Ebenen, die wir haben, Journalisten wie Goline Atay im Ukraine-Konflikt zum Beispiel, Dunja Hayali, Anja Reschke und viele andere sind betroffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alle sind Opfer von Hasskommentaren geworden, voller Menschenverachtung bis hin zu einer unverblümten Aufforderung zu verbaler, aber auch realer Gewalt und bis hin zu Mord. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist, und das muss schon nachdenklich machen, absolut kein Schichtenproblem. Sie können heute einen Hetzer mit Krawatte sogar abgebildet in den sozialen Medien sehen. Das ist kein Seltenheitsphänomen mehr. Manchmal sogar mit Namen, manchmal allerdings auch mit Fake-Account. Auch darüber müssen wir uns unterhalten. Meine Damen und Herren, die Diskussion früherer Jahre, ob sprachliche oder spielerische Gewalt in reale Gewalt mutiert, wurde über Jahre und Jahrzehnte meines Erachtens falsch geführt. Natürlich ist schon in den vergangenen Jahrzehnten aus verbaler Gewalt auch reale Gewalt geworden, gegen Sachen und gegen Personen. Und ich glaube, mancher hier im Raum weiß davon zu erzählen, was ihm selber passiert ist. Meine Damen und Herren, allerdings die Gefahr im Netz ist, dass dieses quantitativ und qualitativ erheblich zunimmt. Darüber müssen wir reden, denn die Reichweite im Netz ist natürlich riesig groß. Früher wusste man in einem Ort, wen man möglicherweise nicht ganz wörtlich zu nehmen hatte. Der hatte aber auch keinen Einfluss. Mittlerweile hat er das World Wide Web zur Verfügung. Meine Damen und Herren, selbst Menschen mit ganz geringem Freundeskreis, auch in den sozialen Medien, haben über die Plattformen mittlerweile Zuhörer und Zuschauer. Echoräume, davon ist eben schon die Rede gewesen, sind entstanden, in denen man nur die eigene Meinung wiedergespiegelt bekommt.
und sich auch mit anderen nicht auseinandersetzen muss, wenn man nicht will. Die Reichweite des Netzes und insbesondere auch der sozialen Netzwerke ist riesengroß, im Übrigen auch im Guten. Also, wenn wir uns anschauen, welche Kommunikation, welche gegenseitige Unterstützung, welche Beschleunigung von Hilfeleistungen z.B. in der Flüchtlingshilfe möglich geworden sind, auch in Nachbarschaftsinitiativen, dann ist dort viel Gutes unterwegs, auch im Netz. Das sind nur wenige Beispiele. Aber, meine Damen und Herren, Hassposts, Gewaltposts, die im Netz grassieren, auch die Fake News, die im Netz grassieren, das Beispiel US-Wahlkampf ist nur eines von ganz vielen, potenzieren sich mittlerweile algorithmisch über die Häufigkeit. Sie erscheinen dann ganz oben im Netz und werden sofort angeboten. Und, meine Damen und Herren, es gibt mittlerweile ein Hashtag-Syndrom. Und das besteht nicht nur darin, dass es eine Häufigkeit skizziert, sondern diese Häufigkeit bedeutet, dass etwas, was im Netz durch Häufigkeit auffällt, mittlerweile zur realen Nachricht in anderen Medien und damit oft auch in der Realität wird. Und, meine Damen und Herren, da beginnt die Geschichte richtig kriminell zu werden. Meine Damen und Herren, deswegen glaube ich, wir müssen mit der Gegenwehr ernsthafter werden, schneller und mehr zugreifen. Eine freie und eine offene Gesellschaft braucht in der Tat einen offenen Meinungsaustausch. Sie braucht Streit. Sie braucht Ringen um Thesen. Sie braucht Ringen um die richtigen Wege. Und das gehört auch dazu, dass dieser Streit auch manchmal heftig wird. Das Beispiel der vorherigen Debatte ist ja durchaus ein treffendes. Aber, meine Damen und Herren, umso mehr muss diese freie Meinungsäußerung geschützt werden vor Hass, vor Gewalt und ich sage auch vor Fake News. Sonst wird die Gruppe derer, und das ist eine sehr ernsthafte gesellschaftliche Gefahr, die ich sehen und auch benennen will, sonst wird die Gefahr außerordentlich groß, dass die Gruppe derer, die sich engagieren in unserer Gesellschaft, kleiner, dann werden die Ehrenamtlichen in unserer Gesellschaft weniger, weil sie nicht bereit sind, sich solchen Hass Tiraden auszusetzen. Und dann werden die Hauptamtlichen in unserer Gesellschaft, die sie versuchen zu gestalten, aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln, schlechter, meine Damen und Herren. Und dieses Risiko muss uns allen bewusst sein. Und auch das muss es anreizen, entsprechend härter zuzugreifen. Meine Damen und Herren, ich glaube, es gibt Punkte, die wir zusammen angehen müssen. Das beginnt z.B. damit, dass das Thema Anonymität und Klarname auf der Tagesordnung bleiben muss. Das heißt nicht, dass Klarname zur Vorschrift wird. Das wird juristisch kaum möglich sein. Aber ich glaube, dass es möglich ist und auch zum Teil schon praktiziert wird, dass Medien mit dem Thema Klarnamen in Kommentarspalten anders umgehen als in den Anfängen der Auseinandersetzung. Und darauf ist schon hingewiesen. Zum Zweiten, natürlich gilt das Strafrecht offline wie online. Die gleichen Tatbestände sind strafbar, und das Strafmaß ist klar bestimmt. Und, meine Damen und Herren, es muss auch durchsetzbar werden, wo es dieses noch nicht ist. Und dort, wo die Durchsetzbarkeit noch nicht gegeben ist und wo die Ermittlungstätigkeiten behindert sind, dort müssen wir in der Tat, und das hat ja die Justizministerkonferenz getan, zu neuen Wegen kommen. Dort muss nachgesteuert werden, und ich denke, dass die Ministerin auch dazu noch etwas sagt. Und, meine Damen und Herren, ich will auch einen kleineren, scheinbar kleineren Punkt ansprechen. Ich glaube, dass es richtig ist, dass Unternehmen wie z.B. die Deutsche Welle, von der es bekannt geworden ist, oder die Firma Hermes, auch Menschen kündigen, konsequent kündigen, wenn sie durch Hassposts bekannt geworden sind, durch Menschenverachtende. Das ist richtig so, meine Damen und Herren. Und es ist auch richtig, Menschen zu unterstützen, wenn sie Opfer von Hassposts sind, dass sie diese auch anzeigen, dass sie Anzeige erstatten. Und wir müssen Menschen auch ermutigen, dass sie dieses tun. Und es zeigt ja mittlerweile auch, dass die ersten auch Privaten, die
dementsprechend belangt worden sind, mit Rechnungen rechnen mussten, mit Bußgeldern rechnen mussten in vierstelliger Höhe. Und das ist auch richtig so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und meine Damen und Herren, natürlich, auch das ist angesprochen worden, brauchen Social Media wie Facebook klare Rahmenbedingungen. Sie brauchen einen realen Ansprechpartner in jedem Land, in dem agiert wird. Sie brauchen die Übernahme von Verantwortung. Meine Damen und Herren, wenn man sich die Bilder dieser Tage betrachtet und sieht, dass Herr Zuckerberg beim Papst gewesen ist, dass im Internet Facebook-Anzeigen gemacht werden mit den Hinweisen und Ratschlägen, wie Individuen wie Sie und ich Facebook-Posts löschen können. Ja, meine Damen und Herren, dann muss es doch in der Lage sein, dass eine Firma wie Facebook auch binnen einer akzeptablen Frist Posts aus ihrem Netz löscht. Und auf der anderen Seite auch, und auch das muss verlangt werden, dass die Beweisstücke sichert dort, wo Anzeigen erfolgt sind. Auch das muss gewährleistet sein. Aber, meine Damen und Herren, ich will auch nicht nur bei Facebook, YouTube, Twitter und anderen bleiben, sondern ich sage auch, Zeitungen mit ihren Online-Auftritten, wie z. B. Focus Online, glaube, die muss man hier nennen, auch diese haben Verantwortung für ihre Kommentarseiten und müssen diese Verantwortung auch endlich redaktionell wahrnehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen in unserem Land die Achtung vor der Würde der Person. Wir brauchen in unserem Land die Achtung vor der persönlichen Ehre, voreinander. Wir brauchen in unserem Land auch Raum für Empathie. Wir brauchen in unserem Land Respekt voreinander, vor dem, was andere tun. Wir brauchen einen sozialen Grundanstand in unserem Land, und wir brauchen ein Ringen um die wirklichen Dinge, die zum Wohl des Landes, zum Wohl der Menschen, zum Wohl Europa angepackt werden müssen. Wir brauchen Respekt, wir brauchen Würde der Person, wir brauchen die Ehre, wir brauchen deren Schutz im Netz. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich will das aufnehmen, was Kollege Frömmrich, aber auch Frau Hoffmann und Frau Wolff gesagt haben. Ich glaube, wir sind uns bei der Frage, ich will es mal so formulieren, einer Verrohung der Sitten einig, dass das nicht akzeptabel ist, was wir dort erleben. Und die Anonymität des Internets anscheinend ja dieser Struktur Vorschub leistet. Ich glaube nicht, dass es früher diese Menschen mit diesen Positionen nicht gab. Die gab es wahrscheinlich seit Gründung des Landes, sondern sie haben jetzt einen Nährboden von Menschen durch das Internet, die ihnen zustimmen und die ihnen Recht geben. Das war früher nicht möglich, wenn man irgendwo in Mittelhessen gewohnt hat und hat eine Gemeinung gehabt, die im Ort keiner geteilt hat bei 2000 Einwohnern. Ist das etwas anderes, als wenn ich mich heute mit Millionen von Usern umgebe, die, und da werden Sie immer einen finden, der sagt, na, endlich sagt es mal einer. Und das hat natürlich auch eine Duplizierungswirkung, die massive Auswirkungen im Internet hat. Ich finde selbst, und da bin ich bei Ihnen, dass dieser fehlende Respekt, den wir in vielen Diskussionen haben, inakzeptabel ist. Ich könnte jetzt selber aus Erfahrungen von Infrastrukturvorhaben sprechen. Wenn man sich mit Gegnern von solchen Infrastrukturvorhaben auseinandersetzt, hat man schon das Gefühl, dass nicht immer die sachliche Auseinandersetzung im Mittelpunkt steht. Aber klar, da gibt es auch tausende andere Beispiele. Und deshalb unterscheidet sich ja das, was gerade erwähnt worden ist, von den Leserbriefen in der Zeitung dadurch, dass anscheinend die Zeitungsleserbriefschreiber sehr viel mehr Respekt in der Regel an den Tag legen, als wir das zum Teil im Internet erleben. Trotzdem bewegen wir uns in einem spannenden Spannungsfeld zwischen Meinungsfreiheit und Straftatbeständen wie Beleidigung oder Verleumdung. Und dieses Spannungsfeld, Frau Kollegin Hoffmann, das will ich schon an der Stelle sagen,
Da bin ich nicht immer nur begeistert, wenn ich von Herrn Maas lese, weil er ist erstens einmal nicht der Medienminister in Deutschland. Medien sind Länderkompetenz. Aus der Erfahrung der Gründung der Bundesrepublik, dass es nie wieder eine zentrale Kompetenz in diesem Bereich geben soll. Und zum Zweiten, wir sollten uns davor hüten, den Eindruck zu vermitteln, es gebe leichte Ansätze, dieses gesellschaftspolitische Problem zu lösen, wie sie z.B. von Herrn Maas, aber ich sage auch gleich noch von Frau Ministerin Kühne-Hörmann in die Diskussion gebracht werden und dann zum Teil überhaupt nicht durchsetzbar sind, aber den Eindruck erwecken, man hätte ein Instrument gefunden. Es gibt einen spannenden, und den empfehle ich sehr, einen entspannenden Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 23.11., also von gestern, im Wirtschaftsteil, mit der Überschrift „Die Facebook-Erzieher“. Dort wird die Situation diskutiert, die der Justizminister beschreibt, und auch ein bisschen auf das eingegangen, was wir zurzeit als Rechtsstruktur in Deutschland haben. Und, Frau Kollegin Hoffmann, da bin ich anderer Auffassung. Ich glaube schon, dass, wenn man sich die letzten Untersuchungen, öffentlichen Untersuchungen anschaut, dass z.B. diese Hassreden auf Facebook mit über 90%, die dann gemeldet worden sind, auch wieder entfernt worden sind, dass das ein Instrument ist, das auf jeden Fall nicht völlig folgenlos bleibt, Gott sei Dank. Und deshalb ist das, was wir eigentlich, und das ist häufig übrigens so, das, was wir kodifiziert haben hier im StGB, häufig eine ganz gute Waffe, die vielleicht aufgrund der Struktur heute nicht mehr so zeitgemäß ist, weil die Geschwindigkeit durch die Digitalisierung sich auch extrem erhöht hat. Aber sie ist kein stumpfes Schwert, sondern sie ist an vielen Stellen eben auch ein gutes Schwert. Und bei der Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und dem Bereich der nicht mehr Meinungsfreiheit ist es eben so, auch wenn uns das nicht gefällt, das nimmt der FAZ-Artikel schön auf, dass z.B. ein Kommentar, ich bin ausdrücklich nicht der Auffassung, aber das schreibt der Autor sehr schön, ein flüchtlingsfeindlicher Kommentar etwa wie „Ausländer raus“, so unerträglich er sein mag und ist, ist von der Meinungsfreiheit in unserem Land gedeckt. Und diese Diskussion müssen wir führen. Die Frage ist doch, was jetzt passiert, wenn wir den Eindruck vermitteln, wir wollen das alles quasi negieren. Ich sage gleich noch etwas dazu, was ich zum Thema Identität will, Anonymität versus Identität. Es wird diese Meinung trotzdem geben, und ich glaube, wir müssen vorher ansetzen. Die Aufgabe, das, was wir hier diskutieren, ist doch nur das Ergebnis von Meinungsbildung. Und ich glaube, wir müssen vorne ansetzen bei der Frage, wo es darum geht, Argumente zu finden, dass diese Meinungsbildung so nicht stattfindet. Das wird uns nicht in jedem Einzelfall gelingen, mit Sicherheit nicht. Aber sozusagen hinten zu regulieren, was übrigens rechtlich aus meiner Sicht so jedenfalls nicht möglich ist, ist sicherlich nicht der richtige Ansatz. Zum Thema, und da bin ich sehr bei Kollegin Wolff, und ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Thema, werden wir wahrscheinlich auch keine gemeinsame Position zu finden. Anonymität, glaube ich, das ist ein ganz zentraler Punkt. Und das ist übrigens auch der Unterschied, den ich sehe im Vergleich zu den Leserbriefen, die wir in der Zeitung haben. Die Frage der Anonymität ist häufig anscheinend ja der Grund, ich sage es einmal sehr hart, warum Leute dann im Internet die Sau rauslassen. Und ich finde es teilweise erschreckend, wirklich erschreckend, mit welcher Art und Weise, mit welchem, und da passt das Wort Hass, mit welcher Verachtung dort über Menschen, egal aus welchen gesellschaftlichen Gruppen, geschrieben wird, wo dieser, da braucht man gar nicht mehr von Respekt zu reden, sondern das ist eine Verachtung, die mir wirklich Sorgen macht, weil sie ja auf eine Gesellschaft Rückschlüsse zulässt, die ich in der Regel so nicht erlebe, aber sie muss es ja geben, weil ansonsten würde es ja diese Kommentare nicht geben. Und deshalb, glaube ich, ist diese Frage Anonymität versus Identität eine sehr spannende Diskussion, auch rechtlich nicht einfach durchzusetzen, die es sich aber lohnt zu führen, weil ich glaube schon, jeder muss im Rahmen der Meinungsfreiheit seine Meinung haben dürfen, aber er muss auch zu dieser Meinung stehen, mit dem, wie er heißt, und was er darstellt, und sich nicht hinter einem Pseudonym verstecken. Es gibt eine ganz andere Diskussionskultur, und ich glaube, diese Identität führt wieder zu einer anderen Art des Umgangs, als wir sie in der Anonymität zum Teil haben. Jetzt zu dem, was Frau Ministerin Kühne-Hörmann in dem Wettbewerb mit Herrn Maas, wer hat es erfunden, vorschlägt, sozusagen sofort dem Problem entgegenzutreten. Also, Frau Ministerin, ich habe jetzt mal den Schluss der Justizministerkonferenz, der ja nicht sehr aussagekräftig ist, wenn wir ehrlich sind, mir angeschaut. Ich finde es grundsätzlich richtig, dass sich die Minister damit beschäftigen, und ich halte das auch für richtig, dass sie in diesem Bereich Aktivitäten entfalten. Trotzdem ist ja die Frage, Schaffung eines neuen Ordnungswidrigkeitstatbestandes, ist das überhaupt geeignet, um dem Problem Herr zu werden? Da sagt der FAZ-Artikel ein bisschen was bei der Frage,
ob überhaupt Regulierung von internationalen Unternehmen möglich ist. Jetzt sage ich Ihnen offen, zu welchem Ergebnis er kommt, falls Sie es noch nicht gelesen haben. Facebook und Twitter oder wen auch immer im Silicon Valley mit einem deutschen Ordnungswidrigkeitstatbestand zu drohen und zu regulieren, ist ein ziemlich stumpfes Schwert. Es mag zwar in der Bild-Zeitung erst einmal einen guten Aufschlag bekommen haben, den haben Sie bekommen, aber ehrlicherweise, ich glaube, so juristisch findig sind Sie und kundig, wissen Sie auch, dass das die Kollegen von Facebook und Twitter relativ wenig stören wird, weil die Unternehmen dort, wo auch diese Posts landen, einen Rechtssitz nicht in Deutschland haben. Und diese Frage ist dann ernsthaft zu diskutieren, was kommt dort hinten bei raus. Und da, glaube ich, kommt mit Ihrer Maßnahme, und es fehlt schon an der Geeignetheit des Instruments, relativ wenig raus. Man kann das alles machen. Man kann das natürlich auch als große Variante vorsehen. Sie werden uns das sicherlich gleich juristisch noch einmal erklären, wie die Durchsetzung dann dieser Plattform in den USA möglich ist. Das finde ich sehr spannend, weil ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage. Ansonsten, meine Damen und Herren, sind wir uns nicht bei der Problembeschreibung unterschiedlicher Auffassung. Ich glaube aber, dass diese ganze Debatte leider nicht so einfach zu lösen sein wird, dass wir sie in 10 Minuten strukturell verändern, sondern im Gegenteil. Es ist eine gesamtgesellschaftspolitische Aufgabe, eine Debatte zu führen, wie wir miteinander umgehen. Da sind wir sicherlich gute Vorbilder hier in diesem Parlament, wie wir heute diskutiert haben, hart in der Sache, fair im Ton. Ich glaube, so muss das sein. Und das sollte auch das Vorbild für die öffentliche Diskussion sein. Und ich persönlich darf das für mich sagen. Ich würde mir anstatt Anonymität mehr Identität im Internet wünschen. Ich glaube, das würde eine andere Struktur der Debatte hervorrufen, die wir dringend brauchen, wenn es um Umgang mit Menschen geht und auch mit der Achtung vor anderen Meinungen. Darum muss es zum Schluss gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Natürlich sind wir uns alle einig, dass Hasskommentaren im Netz entschieden entgegengetreten werden muss. Lassen Sie mich das vorab sagen. Schwarz-Grün spricht mit diesem Antrag in der Tat ein gesellschaftspolitisches Problem an, betrachtet aber, wie ich finde, leider den wachsenden Hass und die Verleumdung, die im Internet und in sozialen Netzwerken stattfinden, ausschließlich aus einer innenpolitischen Sicht. Sie nehmen damit, Herr Frömmrich, leider nur die Auswirkungen ins Auge, blenden aber bedauerlicherweise die Ursachen, also genau diese gesellschaftspolitische Frage, warum sich das alles so schlimm entwickelt, völlig aus. Deshalb kommen Sie auch, wie ich finde, bedauerlicherweise über flache Vorschläge nicht hinaus, und das ist sehr schade. Es gehört aber auch dazu, meine Damen und Herren, da auf den Hintergrund dieses Antrags zu verweisen, und das ist die Kandidatur des Grünen Landtagsabgeordneten Jürgen Frömmrich zum Bundestag. Am kommenden Samstag steht die Bewerbung auf der Landesmitgliederversammlung der Grünen an. Da gilt es, den Gegenkandidaten, den amtierenden Bundestagsabgeordneten vom sogenannten linken Flügel, zu überflügeln. Deshalb erschien schon am Dienstag, also passgenau, in der Frankfurter Rundschau ein Gastbeitrag des Herrn Frömmrich exakt zum vorliegenden Antragsthema, und im Landtag unterstützt ihn nun seine Fraktion mit diesem Setzpunkt. Das ist echt gutes Timing, echt gute Lobbyarbeit, also richtig gute Realpolitik. Denn mit der Rolle der GRÜNEN im NSU-Untersuchungsausschuss, Herr Frömmrich, hätten Sie sich ja schlecht auf der Landesmitgliederversammlung erfolgreich bewerben können. Verstehen Sie mich richtig? Ich finde es legitim, meine Damen und Herren von den Grünen, ich finde es legitim, sich für diese Vorgehensweise zu entscheiden. Und das gewählte Thema ist ja auch in der Tat interessant. Aber es trägt eben zum Verständnis des vorliegenden Antrags bei, zu wissen, warum er jetzt und so gestellt wird. Ich will durchaus zugestehen, dass im Antrag gravierende Phänomene und Probleme angesprochen werden. Es lohnt sehr, darüber zu diskutieren. Wer sich einmal die Zeit nimmt, um einen Abend lang Profile von Seiten von Pegida- oder AfD-Anhängern zu lesen, der kommt aus dem Entsetzen kaum noch heraus. Statt aber hier nur zu lamentieren, will ich das
zu ergänzen versuchen, was dem Antrag leider eindeutig fehlt, nämlich die Frage, warum und woher diese Stimmung kommt. Während das Internet vor 15 Jahren überwiegend Hoffnung und Verheißung war, stehen wir heute an einem Punkt, der uns das Netz sehr viel kritischer erscheinen lässt. Stichworte wie NSA-Skandal, Cyberangriffe, Netzkriminalität und die anhaltende Welle von Hasspropaganda und Fake-Informationen drängen sich in den Vordergrund. Inzwischen drängt sich verstärkt die Frage auf, was in Privaten, was ist privat und was ist gesteuerte Meinung? Was ist beständiges Wissen und was ist bloße Meinung oder gar gezielte Falschinformation oder Verleumdung? Woher kommt diese Hassstimmung und Verleumdung und wer trägt sie ins Netz? Wer sich die Akteure und was ihre Interessen sind? Und das sind meiner Ansicht nach die wichtigen Fragen. Dabei reicht es nicht, so zu tun, als wäre das Internet irgendwie ferne Welt und hätte nichts mit der Gesellschaft und den bestehenden Machtverhältnissen zu tun. Im Gegenteil. Und deshalb sage ich auch, Herr Frömmrich, der Hass kommt nicht aus dem Netz in die reale Welt, wie Sie gesagt haben, sondern es ist genau umgekehrt. Der Hass kommt aus der realen Welt ins Netz und verstärkt dort die Verleumdungen und die Machtkämpfe und vergiftet große Teile unserer Gesellschaft. Propaganda statt Diskussion, Angst statt Fortschritt, Abgrenzung statt Offenheit und eben Hass statt Verständnis. Wenn Wahlen wie jüngst in den USA von Informationsrobotern und Scheinidentitäten massiv beeinflusst werden, um die öffentliche Meinung zu drehen und gezielt Falschinformationen gestreut werden, dann hat das mit einem idealistischen Informationszeitalter und mit der Debattenkultur nichts mehr zu tun. Dann reden wir über gezielte Manipulationen und Machtmissbrauch. Das Internet ist nicht Ursache, sondern Plattform und Verstärker dieser Stimmungen und Interessen. Es sind doch die Donald Trumps, die Frauke Petris, die Marie Le Pens, die Horst Seehofers und die Hans-Jürgen Irmers, die wie Pegida-Anhänger auch in dieser Welt bewusst Falschinformationen treiben und zu spalten versuchen. Das wirkt sich im vorliegenden Antrag. Deswegen wirkt dieser vorliegende Antrag geradezu komisch. Denn wenn Sie verlangen, dass strafbare Handlungen auch tatsächlich bestraft werden müssen, dann frage ich, ja, was denn sonst? Aber dazu, Herr Frömmrich, braucht es doch keinen Antrag und keine Abstimmung. Sie fordern, geeignete Lösungsvorschläge zu entwickeln und regen einen Ordnungswidrigkeitstatbestand an. Das dokumentiert nur eher die komplette Ratlosigkeit, wie ich finde. Ich sage Ihnen, Sie werden weder Hass, Angst noch Verleumdung, weder der neuen Rechten noch von Dschihadisten mit einem Ordnungswidrigkeitstatbestand beeindrucken können. Da gehe ich jede Wette ein. Um zu verstehen, was für ein tiefgreifendes Problem wir gesellschaftlich haben, empfehle ich sehr den Artikel aus dem österreichischen Magazin Falter, Nummer 4516, mit dem Titel »Boris wollte mich verbrennen«. Der Journalist Florian Klenk schreibt darin die Begegnung mit einem Facebook-Nutzer, der mit vielen anderen beiläufig zu seiner Tötung aufgerufen hat. Florian Klenk hat mit seinem interessanten Artikel den Einblick in die Psyche unserer Gesellschaft verfasst. Eine Gesellschaft, die der Menschen, die persönlich nichts voneinander trennt, die sich nicht einmal kennen, zu vermeintlichen Todfeinden erklärt. Ich darf zitieren. Weil mir langweilig war, twitterte ich einen schnellen Gedanken. Der ORF sollte die Nachrichten optional mit türkischem Untertitel senden. Die Männer hier, so meine Idee, könnten dann auch hiesige Erdogan-kritische Nachrichten verstehen und vielleicht, so meine Hoffnung, lernen sie dabei auch ein bisschen Deutsch. Die BBC hatte ähnliche Dienste im Angebot. Als ich ein paar Stunden später meine Facebook-Timeline checkte, staunte ich. Linke Sau, Dreckskerl, Bolschewik-Schwein,
größtes Arschloch von Österreich. So nannten mich Menschen, die ich nicht kannte und die ihre Identität nicht anonymisierten. Der Grund für ihren Zorn fand ich schnell heraus. Nicht Bürgermeister Strache, FPÖ, sondern Johann Gudenus, sein Wiener Stadtrat, stellte meinen Tweet in seine Auslage. Gudenus hatte meine Aussage inhaltlich ins Gegenteil verkehrt. Der Gabelstaplerfahrer Michael H. schrieb nun, den Klenk könnte man ja mal in ein arabisches Strafgefangenenlager stecken und dort optional von psychisch gestörten Einzelfällen, Einzeltätern vergewaltigen lassen, und den Rest gebe ich ihm dann. Und dann war da noch Boris. Der schrieb, kann den wer anzünden, bitte? Er meinte mich. Es war spät, und in meinem Kopf tauchten Bilder jener Menschen auf, die andere anzünden, der Ku Klux Klan, der Mob von Mölln, die IS-Kämpfer. Ich tauchte am Abend der Bedrohung in Boris' Facebook-Profil ein und staunte. Da ist das Einfamilienhaus mit Wintergarten, das er selbst renoviert hat. Davor liegt der gepflegte Pool, dahinter das Abendrot. Ein schwarzer VW mit Ledersitzen parkt vor dem Idyll. Und auf einem Bild sieht man ihn mit seinem Baby. Er hält es hoch, er scheint ein liebevoller Vater zu sein. Seine Frau sieht sympathisch aus, sie trägt Dirndl. Boris, so kann ich seinem öffentlichen Facebook-Profil entnehmen, ist keiner dieser Modernisierungsverlierer, die wir Journalisten uns manchmal als FPÖ-Wähler herbeifantasieren. Im Gegenteil, er repräsentiert die ländliche Oberschicht, die vieles erreicht hat. Dann entdeckte ich noch ein Posting, diesmal mit einem Video. Scheiß Bimbos sollten sich lieber gegenseitig im Urwald totknüppeln. Diese Begegnung, Zitat Ende, diese Begegnung, die zwischen dem Journalisten Klenk und seinem Facebook-Rufmörder schließlich persönlich stattfindet, ist es wert, von Ihnen selbst gelesen zu werden. Sie verlässt das, was in Landtagsanträge zu pressen ist. Sie beschreibt unsere Gesellschaft und das Problem bewusst gegeneinander aufgewiegelter Menschen, die sich alle eigentlich keine Konfrontation wünschen, sondern aus Furcht genau davor handeln, sehr treffend. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Staatsministerin Kühne-Hörmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es haben schon auch meine Vorredner alle Beispiele genannt, aber ich will auch noch eins hinzufügen, um deutlich zu machen, dass aus den verschiedenen Richtungen wir uns heute hier im Parlament mit einem Thema beschäftigen, das so wichtig ist, dass man diese Beispiele vor Augen haben muss, um auch Entscheidungen zu treffen. Als sich die Schauspielerin Jennifer Ulrich im Frühjahr über Facebook kritisch zu fremdenfeindlichen Demonstrationen geäußert hatte, wurde sie in dem sozialen Netzwerk zum Ziel menschenverachtender verbaler Angriffe. So drohte man ihr in völlig verrohter Sprache an, sie mit einer Messer- und Kettensäge zu töten und sie, ich zitiere, in möglichst blutiger Weise hinzumetzeln. Als Frau Ulrich dies bei Facebook meldete, erhielt sie zwei Tage später die Nachricht, dass die entsprechenden Kommentare nicht gegen Regeln von Facebook verstießen. Dieser Fall zeigt, über den kann man nicht diskutieren, bei diesem Fall ist strafrechtliche Relevanz vorhanden. Das fällt nicht in den Bereich zwischen Meinungsäußerung, was man aushalten muss, sondern ist ganz klar strafrechtlich relevant. Wenn bei einer solchen Aussage Facebook, und das haben meine Vorredner ja auch schon gesagt, erst nach zwei Tagen reagiert und dann mit einer solchen Aussage, dann muss man am Ende sagen, das kann in unserem Rechtsstaat nicht wahr sein. Und so etwas lassen wir weder als Staat zu, noch können wir akzeptieren, dass ein so großer Anbieter in Deutschland so agieren kann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also, dieser Fall ist nur einer von vielen der jüngsten Berichterstattungen. Und deshalb will ich noch einmal die Zahlen nennen,
Jeden Tag teilen Millionen Menschen auf sozialen Netzwerken mit, was sie bewegt, erfreut oder auch ärgert. Allein in Deutschland hat Facebook rund 29 Millionen Nutzer. Dieses Recht der freien Meinungsäußerung wird durch unsere Verfassung geschützt. Und, Herr Kollege Rentsch, Sie haben zu Recht gesagt, dieses Spannungsfeld, auf das müssen wir achten und müssen es bewahren. Dabei müssen wir auch Äußerungen hinnehmen, die wir nicht teilen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und darum geht es im Kern bei dieser Debatte. Es geht keineswegs nur um die Opfer von Hasskommentaren im Netz, sondern hier geht es im Wesentlichen darum, unsere Werte, unsere Freiheit und unsere Offenheit im Netz zu verteidigen, und zwar vor denen, die unsere Art zu leben, unsere Vielfalt und Toleranz ablehnen und sogar zum Kampf dagegen aufrufen. Und sie greifen uns dort an, wo wir als demokratische und offene Gesellschaft besonders empfindlich sind, nämlich im Bereich der Meinungsfreiheit. Tatsache ist, dass hierzulande Hasskommentare und Hetze im Netz derart zugenommen haben, dass beispielsweise selbst große deutsche Nachrichtenportale unter Beiträgen zum Thema Flüchtlinge keine Diskussionsforen mehr zulassen. Die Frau Kollegin Wolff hat darauf hingewiesen, dass die Online-Foren auch bei vielen Medien inzwischen ein echtes Problem darstellen. Und wenn diese Online-Foren rausgenommen werden müssen, dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben die Extremisten der freien Gesellschaft bereits ein Stück Raum abgenommen, einen Kommunikationsraum, den sich der Rechtsstaat und die demokratische Gesellschaft schleunigst zurückerobern müssen. Denn aufgrund dieses Drucks kann es nicht wahr sein, dass nicht auch, so wie der Kollege Rentsch das ausgeführt hat, kritische Kommentare noch möglich sein müssen und auch eine Debatte darüber stattfinden können muss. Meinungsäußerungen, und da haben wir im Rechtsstaat ganz klare Regeln, finden ihre Grenzen in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht, das ist auch schon erwähnt worden, der persönlichen Ehre. Klar ist, andere zu beleidigen, steht unter Strafe, und zwar auch im Netz. Das ist kein Unterschied. Wenn wir Meinungsvielfalt und freien Diskurs erhalten wollen, dürfen wir keine Hetze, gleich gegen wen sie gerichtet ist, dulden. Hass gegen einzelne gesellschaftliche Gruppen, gegen Schutzsuchende und Migranten, Andersdenkende, Journalisten, Medien, gegen die Polizei und Sicherheitsbehörden, das Verächtlichmachen des Staates und seiner Repräsentanten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir dürfen das nicht widerspruchslos hinnehmen. Wir alle müssen unsere Wertegesellschaft schützen. Und da ist Respekt das Wort. Alle diese verdienen Respekt. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Auch im und mit Hilfe des Internets begangene Äußerungsdelikte sind ebenso strafbar wie Straftaten in der realen Welt. Bedrohung, das Auffordern zu Straftaten, wie z.B. dem Anzünden von Flüchtlingsunterkünften oder zu Gewalt gegen Politikern und ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern, Volksverhetzung und andere Straftaten, sind im Rechtsstaat verboten. Der Eindruck, der mittlerweile in der Öffentlichkeit entstanden ist, dass beispielsweise Facebook sich als amerikanisches Unternehmen seine eigenen Spielregeln aussuchen kann, ist fatal. Aber die Idee, und das will ich auch hier erwähnen, eine Taskforce einzusetzen, die ohne gesetzliche Grundlage mit Facebook verhandeln soll, was aus dem Netz genommen werden soll oder was nicht, war von Anfang an eine falsche Strategie des Bundesjustizministers, und das habe ich immer von Anfang an kritisiert. Und ich bin froh, Frau Kollegin Hoffmann, dass Sie auch erwähnt haben, dass es bei diesen Dingen um heute die Themen geht, wie man Facebook dazu verpflichten kann, rechtlich, nachdem der freiwillige Appell, Herr Frömmrich hat es auch gesagt, nicht gewirkt haben, ist der Eindruck entstanden, als könnten die sozialen Medien wie einen staatlich organisierten Sittenwächterrolle einnehmen und entscheiden, was raus oder reinkommt.
Wir sind heute einen ganzen Schritt weiter. Ich bin davon überzeugt, dass die Taskforce in diesem Bereich nicht geholfen hat, sondern dass wir heute davon überzeugt sind, rechtliche Regeln festzusetzen, die auch diejenigen Unternehmen rechtlich betreffen, die im Ausland tätig sind. Deshalb hat es schon vor dieser Justizministerkonferenz eine Initiative der Justizminister gegeben, einen Strafrechtsausschuss einzurichten, der ein Ergebnis vorgelegt hat vor der Justizministerkonferenz und ausgelotet hat mit den Fachleuten, welche rechtlichen Regelungen man in Angriff nehmen könnte. Dazu komme ich gleich. Aufgrund dieses Berichtes ist auf der Justizministerkonferenz auf die Initiative Hamburgs dann ein Beschluss zustande gekommen, bei dem sich alle einig darüber sind, dass jetzt rechtlich etwas passieren muss. Da gibt es noch die eine oder andere Frage der Nuancen, wie weit man denn gehen würde. Aber wir haben schon viel Zeit in diesem Bereich verloren. Und die Situation dieses Verfalls der Werte im Internet überholt uns fast jeden Tag. Und deswegen kommt es jetzt darauf an, diese rechtlichen Regelungen, die vorgeschlagen worden sind, innerhalb der Länder und mit dem Bundesjustizminister so schnell auf den Weg zu bringen, dass daraus eine Initiative werden kann, die ganz schnell beschlossen werden könnte, meine sehr geehrten Damen und Herren. Noch gefährlicher, und das will ich auch heute erwähnen, sind die Social Bots, also echt aussehende Twitter- und Facebook-Accounts mit Profilfoto, harmlosen Beiträgen und einigen Followern. Diese sind maschinell erschaffene Computerprofile, um gezielt Botschaften zu liken, zu posten und weiterzuleiten. Das ist nicht nur für das politische Establishment eine Gefahr. Wer sich in den USA die Wahlen ansieht, kann sehen, dass auch durch solche Initiativen Stimmung gemacht worden ist. Wir sind in Deutschland davon nicht weit entfernt. Wenn mancher Politiker sich auch nur danach richtet, was geliked wird und wie viel, und darin seine Entscheidungen ausrichtet, dann sind wir dem sozusagen aufgelegen, was an Meinungsmache von wenigen, die extrem reagieren, im Netz gefertigt wird. Davor sollten wir uns nicht nur politisch hüten, aber auch bei allen extremistischen Bereichen ist das ein Vorteil des Internets, mit wenigen Leuten in einem Land eine Stimmung zu erzeugen, die die Realität nicht wiedergibt. Auch das ist am Ende strafbar, wenn es sich im strafrechtlichen Bereich bewegt, mit diesen Maschinen Meinungsmache in der Gesellschaft zu beeinflussen und damit auch Entscheidungen zu beeinflussen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Debatte, die wir auf Justizministerebene führen, ist jetzt so weit, dass die Vorschläge bald auf dem Tisch liegen. Und, Herr Kollege Rentsch, die Möglichkeiten, im Ausland tätig zu werden, gibt es ganz konkrete Vorschläge. Und es gibt eine Entscheidung aus dem März dieses Jahres des Bundesgerichtshofes, der darauf hinweist, wenn also ein Dienst wie Facebook merkt, dass es einen strafrechtlichen Hintergrund hat und der davon Kenntnis hat, dann ist Facebook dafür auch nach der BGH-Entscheidung verantwortlich. Und deshalb, Frau Staatsministerin, die Redezeit der Fraktionen ist erreicht. Vielen Dank. Und deshalb will ich darauf hinweisen, dass man viele Möglichkeiten jetzt ausloten muss, die vorgeschlagen worden sind. Und ich will deutlich noch einmal zum Schluss sagen, wir müssen die Mittel des Rechtsstaates ausschöpfen, damit wir so die Hate Speech und die Kommentare im Netz zurückhalten, strafrechtlich verfolgen und unsere Werte in unserer Gesellschaft erhalten. Das ist das Ziel, und deshalb freue ich mich darüber, dass die Unterstützung heute hier auch im Hessischen Landtag in diese Richtung geht. Daran sollten wir alle gemeinsam arbeiten. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Debatte zu Tagesordnungspunkt 35 beendet. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ausschuss? Okay. Also, dann wandert der 4105 aus 19 in den RTA.